3, 2, 1, brr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 
Spontan, also einmal hast du genannt, du bist ja jetzt quasi, also ihr müsst wissen, vorher hatte Basti noch quasi zwei Wohnungen und jetzt bist du quasi mit deiner Familie in eine Wohnung gezogen. Das war ja ein Grund quasi, dass da ein bisschen was zu voll wurde. Und so allgemein, was kannst du da noch sagen? Also naja, ein bisschen was ist noch. Also es war halt, Plagner und ich, wir waren ja ein und ein Team. Ich habe ja wirklich sehr viel für... Ja, jetzt bist du wieder da. Ja, ich versuche ein bisschen langsamer und entspannter zu reden, vielleicht, dass du schneller reagieren kannst. Plaria und ich waren schon warte, jetzt schon wieder? Plaria und ich, wir waren schon irgendwie ein und es hat auch irgendwie immer Spaß gemacht. Aber grundsätzlich waren halt relativ viele Schwierigkeiten auch für mich selber. Ich konnte mich nicht mehr ganz identifizieren. Jetzt bist du wieder. Genau. Ich versuche ihn an der Stelle, wenn er leiser ist, versuche ich ihn im Schnitt lauter zu machen. Ich denke, das funktioniert, sonst hört ihr einfach ein bisschen gespannter hin und Entschuldigung nochmal für die Qualitätsprobleme, aber ich glaube, das können wir jetzt so erstmal gerade nicht ändern. Irgendwann war halt auch irgendwo der Zeitpunkt, an dem ich irgendwie auch nicht mehr wusste, wie wird das Plaria-Projekt weitergehen, wie weit werde ich meine Zeit für Plaria noch investieren müssen, um an den gewünschten Ziel, es gibt jeder Mensch setzt sich an verschiedenen Projekten, an verschiedenen Sachen, immer Ziele. Wenn ich möchte, dass ich in Englisch eine 2 schreibe, dann setze ich mir das Ziel und versuche eine 2 zu schreiben. Und im Plaga war es einfach so, ich wollte was machen, hat auch gut funktioniert, aber die Ziele, die ich hatte, die waren irgendwann sehr, sehr hoch und irgendwann waren sie irgendwann auch nicht mehr befriedigt, obwohl man das geschafft hat, was vielleicht man vorher hat. Und man hätte auch stolz darauf sein können, was man geschafft hat. Ja. Und für mich war an dem Punkt einfach schwierig gewesen, dass ich dadurch, dass ich mir halt so hohe Ziele natürlich gemacht habe, auch sehr, sehr viel Unmut bei mir vorkam. Das heißt, ich war so unbefriedigt und die Lust war dann irgendwie weniger. Man hat dann gesagt, macht man jetzt noch da was, macht man noch da was? Dann gab es Zeiten, an denen hat man vielleicht gar nicht so viel gemacht. Und man hat gemerkt, okay, gut, es wird immer anstrengender, weil man hohe Ziele hat und die nicht erreichen kann. Obwohl man eigentlich schon das hat, was man eigentlich haben muss und das hatte ich, aber ich habe es halt leider nicht gesehen. Und dadurch haben mich halt total, also es ist eine Kettenreaktion aus einem großes Problem oder aus einem kleinen Problem kommt manchmal ein ganz großes Problem und es hat sich dann immer weiterentwickelt. Es kam zu Schwierigkeiten auch mit meiner Gesundheit, es gab Schwierigkeiten mit Freunden, es gab Schwierigkeiten mit meiner Familie in WeLive, es gab so viele Sachen, die dadurch entstanden sind, weil vielleicht ich mir einfach zu hohe Ziele gesetzt habe. Und am Ende des Tages musste ich mich dann dazu entscheiden, zu sagen, okay, den Cut setzen. So mache ich auch noch am Tag davor, vor dem Aus für mich, noch in der Teamsitzung gesessen habe und habe gesagt, Leute, Plaria ist das Beste, wir schaffen das gemeinsam, wir das Team niemals verlassen. Das war dann für mich auch am nächsten Tag so widersprüchlich. Warum sage ich das erst am anderen Tag? War alles viel zu viel und ich musste einen Cut setzen, gerade auch für meine Familie und auch für meine Gesundheit. Und ich glaube, dass ich das relativ gut entschieden habe. In manchen Hinsichten vermisse ich Plaria. Es gibt keinen Moment, wo ich Plaria oder auch Flo gar nicht vermisse. Es gibt jeden Tag, gucke ich in Discord nach, ich bin dann noch im Team-Discord bei Random drin. Da sehe ich nochmal ein paar Nachrichten, wenn da so ein bisschen was kommt, schreibt mal zwischendurch was rein. Das schmerzt halt wirklich im Herz, jeden Tag hier irgendwie mal auf Teamspeak zu kommen und zu wissen, dass es jetzt momentan noch nicht geht, obwohl man gerne möchte und auch sehr, sehr gerne vermisst das ganze Team. Und auch gerade auf Flo, die Aufnahmen mit dir waren wirklich wundervoll. Also, danke nochmal. Sorry, ich war gerade ein bisschen abgelenkt, weil da ist einfach irgend so ein Typ, der hat einfach eiskalt gerade eben abgestaubt und. Alles gut. Im Endeffekt, auf was ich hinaus wollte, es war halt einfach für mich irgendwann nicht mehr machbar, meine Bedingungen für meinen Kopf, was zu hoch war, zu schaffen und dadurch gab es eine Kettenreaktion und hat leider alles so in meinem Umfeld kaputt gemacht, was gerichtet werden musste. Ja. Und dementsprechend hat Basti sich halt jetzt entschieden, erstmal quasi auch Stopp quasi von diesem Internetzeug zu nehmen, wenn ich es mal so betitel, heißt YouTube und so weiter. Das heißt aber nicht, Leute, dass es nicht in der Zukunft vielleicht wieder was geben könnte
oder dass Basti und ich generell uns irgendwie gestritten haben oder sowas. Ich überlege sogar vielleicht irgendwann bald mal Basti zu besuchen in Berlin oder sowas, mal gucken, was sich da ergibt und werde euch wahrscheinlich dann da mitnehmen, dann werden wir Basti nochmal wiedersehen, auch einmal Hallo zu der Familie sagen. Und ja, die Freundin kenne ich ja schon, aber die Kinder kenne ich ja noch nicht. Okay. ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen, beziehungsweise gefallen ist ja so ein bisschen, natürlich gefällt es euch wahrscheinlich nicht, dass Basti weg ist, aber dass wir euch darüber aufgeklärt haben, ich hoffe, wir konnten soweit alle Fragen beantworten und wir streiten uns nicht, Basti und ich reden ganz cool und das ist es zum Beispiel auch nicht, kann ja einige vielleicht denken, hey, wir haben uns verstritten und in echt habe ich dich rausgeworfen oder sowas. ich glaube, das habt ihr auch mitbekommen in Livestreams, da war Basti auch offen im Chat, ich hätte ihm ja dann keinen Streamout mehr gelassen, wenn er uns irgendwie gestritten hätten oder sowas. Ja. Also Leute, Daumen nach oben, nicht vergessen, Glocke aktivieren, abonnieren und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und Basti, danke, dass du dich für dieses Interview Zeit gefunden hast, obwohl es ja bestimmt immer noch relativ viel zu tun kommt. Ich meine, die schlimmste Phase kommt ja noch, wenn die Kinder in die Pubertät kommen. Ich meine, guck dir so einen Floex an, ja? Der, also meine Eltern tun mir auch jeden Tag leid, ja? Haut rein, Leute, ciao, ciao. Ciao, ciao.